Selbstzweifel und Selbstkritik sind unangenehm, klar. Aber man muss damit nicht hadern. Sie haben eine Botschaft und wenn man diese Botschaft versteht, dann kann man sie auch nutzen. Wie das geht, darum geht es in diesem Video. Wer hat schon Lust auf Selbstzweifel und Selbstkritik? Natürlich, wir würden die niemals herbeirufen. Aber sie suchen uns ja meistens heim und unsere erste Reaktion darauf ist, das soll wieder weggehen. Die sollen mir fernbleiben. Die sollen aus meinem Sichtfeld verschwinden. Und das ist eine Haltung der Konfrontation. Das ist eine Haltung der Feindschaft. Ich sehe irgendeine Art von Eindringling in mein Leben und möchte den möglichst schnell wieder rausdrängen. Das Problem dabei ist, wenn ich diese Selbstzweifel und diese Selbstkritik verdränge, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, naja, dann kommen sie immer wieder. Vielleicht so ähnlich wie die Wespen. Die kann man vielleicht einmal wegschieben, aber sie kommen danach immer und immer und immer wieder. Weil sie haben nicht bekommen, was sie wollten. Und mit den Selbstzweifeln und der Selbstkritik ist das genauso. Deswegen sollten wir Selbstzweifel und Selbstkritik auch nicht sofort aus unserem Leben verbannen. Sie könnten wertvolle Informationen beinhalten. Und dafür gibt es in der Psychologie einen Trick. Man nimmt dann so etwas Abstraktes wie Selbstzweifel oder Selbstkritik oder irgendein Problem und personifiziert es. Das heißt konkret, ich tue jetzt mal so, als ob mein Selbstzweifel so etwas wie eine Person wäre, die sich bewegen kann, die sprechen kann, die Botschaften übermitteln kann, die vielleicht auch Ziele verfolgt, Motive hat, Interessen hat. Und dann bin ich mal gespannt, was kommt mir denn so als allererstes in den Kopf, wenn ich mal daran denke, mein Selbstzweifel ist. Und vielleicht sehe ich dann einen Hauptmann in Uniform oder ich sehe vielleicht ein Eichhörnchen, das einen Baum hochrennt. Oder ich sehe vielleicht einfach nur einen Koala, der total faul am Baum hängt. Das ist die erste wichtige Botschaft und in der Psychologie nennt man das Personifizieren. Und der Trick dabei ist, jetzt können wir mit diesen Personen, mit diesen Tieren, mit diesen Wesen in Austausch treten. Jetzt kann ich mal schauen, okay, wenn mein Selbstzweifel so etwas wie ein Koala ist, spricht er mit mir? Kann ich den einfach mal anreden und fragen, sag mal, wie heißt du eigentlich? Und vielleicht spricht er nicht auf Deutsch mit mir, vielleicht macht er Zeichensprache, aber in meiner Vorstellung gibt es eigentlich keine Grenzen. Da werden auch die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Und vielleicht sagt der Koala dann, dass er Karl heißt. Und dann frage ich ihn einfach mal, du Karl, warum bist du eigentlich da? Und dann erzählt er mir vielleicht, ach, weißt du, Hendrik, ich bin da, weil ich nur das Beste für dich möchte. Ich möchte, dass du in deinem Leben die richtigen Entscheidungen triffst und ich habe große Angst, dass der Weg, den du gerade eingeschlagen hast, dass das nicht der richtige für dich ist und dass du das jetzt schon sehen könntest. Und deswegen bin ich da. Und das mag jetzt total witzig klingen, wenn wir anfangen, uns mit irgendwelchen personifizierten Selbstzweifeln auseinanderzusetzen. Aber was da tatsächlich geschieht, ist, wir treten in Austausch mit Teilen unserer Psyche, die vielleicht nicht so gut zugänglich sind, die uns vielleicht nicht so bewusst sind, wo wir auch keine Einsicht haben, wo wir gar nicht wissen, warum bin ich jetzt dazu motiviert, mich so zu fühlen oder so zu handeln oder so zu handeln. Und diese Methode der Personifikation, die hilft mir jetzt, an diese Inhalte ranzukommen, an diese Informationen ranzukommen. Und wenn mein Unbewusstes mit mir sprechen möchte, wenn es die Botschaften herausgeben möchte, dann kann es das jetzt zum Beispiel tun. So wie der Koala dann gesagt hat, ich bin eigentlich nur da, nicht um dir das Leben schwer zu machen. Ich bin da, um dich auf was Wichtiges hinzuweisen, um dir das Leben einfacher zu machen. Ich will eigentlich nur das Beste für dich. Ich möchte Schaden von dir abwenden. Und das wäre nicht das erste Mal, dass Menschen genau so eine Information bekommen, dass da irgendetwas, was irgendwann mal so ausgesehen hat wie ein Feind oder wie ein Eindringling, der einfach in unser Leben gekommen ist und der richtig unangenehm ist und richtig anstrengend, dass der auf einmal sagt, er möchte nur das Beste für uns. Und deswegen wäre dann auch der Selbstzweifel ein guter Freund, ein extrem guter Berater, ein Beschützer, der nur das Beste für uns will, aber eben sehr, sehr ungeschickt darin ist, das auszudrücken. Und deswegen ist er manchmal ein bisschen unangenehm und ein bisschen laut und ein bisschen nervig. Aber sein Ziel ist eigentlich, uns auf etwas Wichtiges hinzuweisen.
Und deswegen müssen wir auch nicht hadern, wenn wir so etwas wie Selbstkritik oder Selbstzweifel erleben. Denn es ist die Chance, etwas über uns herauszufinden, was wir noch nicht wissen. Was schon irgendwie in unserer Psyche, in unserem Gehirn vorhanden ist, aber wo wir aktuell noch keinen Zugriff darauf haben. Vielleicht etwas, was wir noch nicht so ganz genau erkennen können. Und deswegen freue ich mich eigentlich über sowas wie Selbstzweifel oder Selbstkritik, weil sie eine Chance sind, weiterzukommen. Ich könnte jetzt Informationen herauskriegen, die mir dabei helfen, einen weiteren Schritt zu wachsen, einen weiteren Schritt zu gehen. Und deswegen kann man tatsächlich sagen, sie mögen unangenehm sein, aber sie sind tatsächlich etwas Gutes, wenn man ihre Stimme hören kann, wenn man ihre Botschaft hören kann. Und je besser uns das gelingt und je mehr wir dann auch diese Botschaft umsetzen in unserem Leben, desto schneller werden Selbstzweifel und Selbstkritik auch dann wieder das Weite suchen. Und vor allem ist es kein Eindringen mehr, sondern es ist eigentlich nur ein guter alter Freund, der mal zu Besuch kommt, um uns die Leviten zu lesen. Und deswegen, wenn du das nächste Mal an diese Situation kommst, frag dich doch mal, wenn mein Selbstzweifel eine Person oder ein Wesen oder ein Tier wäre, wie würde es dann aussehen? Beobachte dieses Tier. Ist es groß oder klein? Läuft dieser Mensch schnell oder langsam? Ist das vielleicht eine Märchenfigur, die du kennst oder irgendwas aus dem Fernsehen? Und trete dann mit dieser Person, mit diesem Tier in Kontakt. Unterhalte dich mit ihm. Frag es, wie es ihm geht, was es bräuchte, damit es ihm noch besser geht. Frag dich, warum es da ist, was seine wichtigste Aufgabe ist, was es befürchtet, was seine Ängste sind. Und lass dich überraschen, was dein Unbewusstes, also die Teile deiner Psyche, die dir im Normalfall nicht so bewusst sind, was die dir antworten. Da sind wertvolle Informationen enthalten und deswegen ist jede Selbstkritik und jeder Selbstzweifel eine Chance für persönliches Wachstum. Aber sei dir sicher, wenn du die Stimme nicht hörst, wenn du die Botschaft nicht hörst oder wenn du die Botschaft hörst und sie nicht umsetzt, ja, was würdest du machen als Berater? Ja klar, immer wieder diese Person aufsuchen, sich immer wieder bemerkbar machen, immer wieder zurückkommen und darauf hinweisen, dass irgendetwas noch nicht so passt. Deswegen, wenn du die Botschaft hörst, musst du sie auch umsetzen. Ansonsten fühlt sich die Person oder dieses Tier nicht gehört und der Selbstzweifel wird nicht weggehen. Du musst sie als Kooperationspartner verstehen und du musst kooperieren. Das heißt, du musst diesem Tier und dieser Person wirklich auch seinen Herzenswunsch erfüllen. Dann ist seine Aufgabe erledigt und dann darf er auch wieder gehen.